Moin, moin und herzlich willkommen zurück zur Autospeicherung. Schon zweimal passiert, glaube ich, wenn ich hier die Aufnahme starte, dass er dann automatisch speichert. Ist aber nicht schlimm. Und ja, wir spielen Airport CEO in der, ich meine jetzt Folge 35. Und ja, jetzt ist es spannend tatsächlich. Ich sehe hier vorne gerade, dass dieses Flugzeug wartet und das Flugzeug wartet, obwohl es da ja auch lang fahren könnte. Heißt, meine doppelte Linienführung und Rollfahrtführung scheint noch nicht den gewünschten Erfolg zu bringen. Würde bedeuten, dafür fehlt mir jetzt leider Gottes einfach so ein bisschen der Platz hier vorne. Oder ich müsste die abreißen und noch ein Stückchen weiter nach links schieben. Was auch wieder ärgerlich wäre, dass ich das Terminal und den Bereich hier einfach breiter machen muss. Das würde es bedeuten. Ja, das muss ich eh neu machen, deswegen mache ich das jetzt gerade schon mal weg. Ja, ich dachte schon, ich habe mit genügend Platz geplant, um das Ganze hier auch sicher zu machen. Wobei vielleicht auch die Frage ist, also ich wollte ja möglichst viel Flexibilität hier reinbringen, ne? Also hier klappt das ja ohne Probleme. Aber vielleicht muss man auch einfach diese Zwischendinger hier wegnehmen und dann fahren die einfach da lang und dann sind halt fünf hier und fünf da und dann müssen die kurz warten, weil offensichtlich warten die ja eh. Ja gut, das werden wir nochmal ausprobieren, wenn es dann soweit ist. Wir sind stehen geblieben in der letzten Folge beim Bau, Ausbau dieses wunderschönen Terminalbereichs und wir sind jetzt dabei, die Gepäckverladung neu zu organisieren. Beziehungsweise dieses Terminal oder dem Terminalbereich hier anzuschließen. Und dazu habe ich entschlossen oder mich entschlossen, ich habe entschieden, dass die Fahrzeuge, also alle unsere Gepäckschlepper und so weiter, nicht mehr oberirdisch fahren. Das heißt, das hier werde ich auch entfernen, noch später die Straße, die hier lang geht, sondern die fahren jetzt hier unterirdisch lang, fahren hier runter, fahren hier lang. Kommen hier wieder hoch und können dann dementsprechend hier rum. Ja, also hier unten können sie ja auch noch lang. Aber wir machen alles unterirdisch. Das heißt, hier kommt noch ein Tunnel hin, da kommt ein Tunnel hin. Und da ist bereits ein Tunnel. Den können wir aber auch in die Richtung eigentlich schieben. Ja. Dann ist es zumindest einheitlich. Warte, das mache ich mal eben. So, jetzt gehen wir nochmal nach hier unten. Das reißen wir auch ab. Gut. So, aber der Flughafen nimmt echt langsam Form und Gestalt an. Ich bin super zufrieden. Und ja, ich habe mich gestern Abend, hatte ich leider keine Zeit mehr, habe ich mich schon so darauf gefreut, hier weiterzuspielen, weil es gerade einfach so viel Spaß macht, diese Planungsaufgabe hier wahrzunehmen. Und was mir noch aufgefallen ist, es macht durchaus Sinn, auch hier unten nochmal zwei Toiletten reinzubauen, weil vielleicht wollen ja die Gäste, die aus dem Flugzeug steigen, hier unten auch nochmal irgendwie kurz ein Geschäft verrichten. Na, deswegen nehmen wir die einfach mal. Oh, was ist hier? Ah, da war noch eine Wand dazwischen und das ist noch kein Sicherheitsbereich. Verstehe. Gut, sorry. Dann müssen wir erst den Sicherheitsbereich hier komplett durchziehen. Es kann nämlich nicht angehen, dass hier irgendein Bereich nicht im sicheren Bereich ist. So, und jetzt haben wir das Problem gelöst. Glorreich. Und hier stelle ich gerade fest, dass diese hintere Wand noch im Planungsmodus ist. Die ist also noch gar nicht gebaut. Das müssen wir natürlich machen. Aber dann kopieren wir einfach die hier vorne. Die ist ja schon gebaut. Ne.
Dann machen wir das so. Ach, weißt du was? Wir machen es so. Lösche ich die Wand da halt wieder raus. So. Machen wir dann, wenn es soweit ist. Weil hier kommen ja dann auch noch Terminals hin und auch wieder Rolltreppen runter und so weiter und so weiter und so weiter. Und das möchte ich jetzt nicht vorplanen, weil, ja, soweit bin ich hier an der Stelle noch nicht. Wird auch nicht passen, weil die Wand hier im Weg ist. Und deswegen lasse ich das jetzt gerade an der Stelle einfach nochmal. Könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir bauen diesen Terminalbereich hier auch schon mal aus. Aber das darf man, wie gesagt, immer nicht vergessen. 2 Euro Betriebskosten pro Feld. Und das sind echt einige hundert Felder hier. Und das ist etwas, was auf unsere stündliche Bilanz einfach schlägt. Und wir müssen mit berechnen, dass wir hier natürlich die stündliche Bilanz nur so kalkulieren können, wie wir Flugzeuge reinkriegen. Aber eins habe ich nämlich noch gesehen gehabt. Da gehen wir jetzt mal hin in den Bereich Wirtschaft und zwar abgeschlossene Verträge. Wir haben derzeit 10 Punkte. Wir können jetzt automatisch verhandeln. Und verfügbare Vertragsbewertung. Okay, das habe ich noch gar nicht gelesen. Zeigt die maximale Bewertung für Verträge an, die deinem Flughafen angeboten werden. Okay. Verbessere deinen durchschnittlichen Flugabwehr, um lukrativere Angebote zu erhalten. Okay, wir haben bei den meisten tatsächlich, also hier haben wir tatsächlich schon mal 5, 4 Sterne. 3, 1. Verhandlungspunkte. Mitnehmen und unterzeichnen. Ja, nee, also wir wollen die auf jeden Fall erstmal ein bisschen erweitern. Und dann verhandeln wir jetzt erstmal mit Trinity Aviation. Gebühr je mittlerer Flug. Bei, jetzt mache ich nochmal eins, bevor ich da wieder, also sorry, ich springe hier ab und zu mal hin und her, aber ich möchte mal gucken, wer denn hier überhaupt die meisten Flüge raushaut. Das ist Skyfly, Havana, Maple und Stripe. Und die anderen sehe ich hier gerade zum Beispiel noch gar nicht so richtig. Na gut, Fly Penguin noch. Würde also bedeuten, es macht durchaus mehr Sinn, sich mit denen, Fly Penguin beispielsweise, Havana, zu unterhalten. Und hier die Verträge hochzuschrauben. Mittelgroß, CRJ, Q400. Da, Boeing. Nehmen wir mal die. Verhandeln. Und wir möchten ganz gerne mehr Geld. Gucken wir mal. Und jetzt haben wir hier eine ganze Menge Punkte übrig. Okay, gehen wir mal einen zurück. Ja, okay. 4 Punkte. Großzügig. Angebot senden. Akzeptiert. Also 7300 noch was kriegen wir jetzt von Havana. Da sind wir schon mal wieder einen nach oben gegangen. Fly Penguin. Die geben uns derzeit auch nur 6000 pro Flug. 7385. Angebot senden. Akzeptiert. So, und dann... Wen hatten wir jetzt hier noch drin? Schauen wir nochmal. Stripe Regional. Da. Verhandeln. 4 Stück. Großzügig. Angebot senden. Ja, das sind schon mal 1385 Dollar pro Flug mehr. Ja, jetzt haben wir wieder... Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir weitere Punkte kriegen. Aber von den anderen kriegen wir jetzt einfach schon mal ein bisschen mehr Geld. Und das ist auch etwas, was wir regelmäßig machen müssen. Verträge. Verträge, Verträge, Verträge. 5 Gepäckstücke haben wir derzeit. 66 bei der Verladestation und befördert 619. Im Transport 25. Egal, es wird sich gleich noch, also wir werden gleich sehen, dass die weiteren Kosten natürlich nochmal explodieren werden.
wenn wir dieses weitere Gepäckbandsystem hier reinbauen. Da kommen wir leider nicht drum rum. Aber hier können wir vielleicht ein Feld sparen, tatsächlich. Ja, fuck. Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Okay, also, wir wollten jetzt hier dementsprechend das Gepäckband-Verladesystem reinbauen. Und dazu merken wir uns, dass bis hier vorne das Terminal gebaut werden muss. Das heißt, wir müssen hier unten natürlich noch ein Terminal-Fundament reinbauen. Und so groß muss es gar nicht sein. Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Also 8×7 merken wir uns. Und bauen das da rein. So, und wenn das da drin ist, dann können wir natürlich auch hier die Straße da noch hinbauen. Und dann kommt hier auch die Treppe rein in die Ecke. Gucken, funktioniert das schon mit dem Copy-Tool? Warte, falsch. So. Machen wir es mal so. Verdammt. Okay, es ist wie immer, man muss erst die Zonen richtig einrichten. Machen wir hiermit. Und dann hat er auch nur das eine. Ja, okay, ist klar. Warte, probieren wir nochmal. Von hier bis von mir aus hier. Nö. Also können wir nur die Treppe nehmen. So, so sieht es so aus, als würde es nach oben gehen. Hoffe ich mal. So sieht es so aus, als würde es nach unten gehen. Okay, und da hat man das ein bisschen geschickter platziert. Verdammt. So, jetzt wieder in den Keller. Jetzt sind wir wieder richtig. Jetzt hatte ich das nämlich gerade im ersten Stock nach oben gebaut. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Wobei es hier auch noch gepasst hätte, tatsächlich. Also, warum nicht? So, meine lieben Bauarbeiter. Gut, das ist noch nicht angeschlossen. Ah, siehst du, und da sind wir wieder bei der Herausforderung, dass wir jetzt natürlich alle 5 Stands erstmal bauen müssen, bis die Straße hier frei ist. Das ist auch blöd. Würde ich mir im Zweifel auch wünschen, dass in einem Update die Straße hier einzeln dazu gebaut werden kann und muss. Ein bisschen ärgerlich. Okay, aber ich beschleunige das Ganze mal ein wenig. Und irgendwie kommen gerade nicht so richtig viele Flugzeuge an. Gucken wir mal. Ja, auf der Taste G wie Golf. Sieht man das immer ganz gut. Im Flugmonitor. Und das sind erstmal die Flüge, die jetzt angekündigt sind. Parkplätze, ja, haben wir immer noch ausreichend. Sind nicht ganz voll. Ja, das sind unsere Bauarbeiter wieder fleißig dabei. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, das kostet echt alles Geld hier, ne? Es kostet alles Geld, gehört alles zu Betriebsausgaben. Und je mehr Straßen und Wege wir bauen, desto mehr Unterhaltskosten haben wir natürlich. Okay, Ziel ist aber in dieser Folge mit der Gepäckbandverladung neu. Zweiter Kreislauf sozusagen. Schnellstmöglich voranzukommen. ...10/12, 0 von dem mittleren. Ja, okay. Macht aber auch keinen Sinn, die mittleren hier zu connecten. Hier fährt einer unserer Müllwagen. Hat sich gerade entleert.
in unserer Müllverladestation. Oh ja, der ist schon ziemlich voll. Abholung beauftragen bei 100%. Ja, beauftragen wir es mal bei 90%. Aha, okay. Ja, immer wieder was Neues. Da stehen auch echt viele Kisten rum. Okay, also zurück zum Gepäck. Verteilstation oder Verladestation, wie es immer so schön heißt. So, ist richtig. Oh, jetzt mach mich doch nicht schon wieder fertig. Jetzt habe ich mich hier um einen vertan. Ich werde verrückt. Okay, ist aber nicht schlimm. Dann ist es halt nicht ganz symmetrisch. Ja, war so nicht geplant. Ist jetzt aber so. So, noch mehr Straße. Ja, ich denke, das wird gut. Jetzt müssen wir gleich noch mal gucken. Da ist Arrival. Und da ist Abflug. So, also machen wir den Abflug eher hier außen lang und Arrival hier eher innen. Jo, und das ziehen wir dann so, dass die Gepäckbänder da wunderbar von profitieren. Also einmal hier quasi in der Mitte durch, bis hier unten runter. Und Ankunft, ja, geht dann hier durch und dann müssen wir... Obwohl, Ankunft können wir auch hier lang feuern. Müssen wir natürlich noch einen kleinen Terminalbereich bauen. Oder wir bauen das hier hinten noch mit rein. Also ich rede von der Schleife Scanner. Könnte man hier noch ein bisschen erweitern und dann die Scanner da alle reinbauen. Oder hier unten erweitern. Das könnte man auch noch machen. Aber dafür brauchen wir zum Glück nicht ganz so viel Platz. Ich glaube, das machen wir mal. Das machen wir einfach mal. Terminal, ja. Nee, sorry. Wieder verdrückt. Ja, müsste ausreichend sein. Müsste ausreichend sein. Das da lang oder da. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Es wird in jedem Fall gut. Ich bin davon überzeugt. Und dann werden wir hier vorne noch ein kleines Fahrzeugdepot hinbauen. Ich glaube, das kostet nicht so viel im Unterhalt. Mal schauen. Fahrzeugdepot, war das hier irgendwo? Ein Lieferort, nee. Fahrzeugdepot. Da. 20 Betriebskosten. Also wenn das pro Stunde oder pro Tag oder ja. Da kommen dann die neuen Gepäckschlepper mit zu. Ja, aber hier unten ist schon eine ganze Menge los, tatsächlich, ne? Das Gute ist ja, dass wir nicht scannen müssen, wenn wir hier raus wollen. Ankommendes Gepäck wird ja nicht gescannt. Und das hier könnten wir eigentlich eins zu eins so übernehmen, ne?
wobei wir uns ja nur merken müssen, Scanner 1, alles gut. Wenn nicht, dann die Stufe 2. Und wenn das gut ist, geht es hier weiter. Und wenn es nicht gut ist, dann in die händische, in den händischen Scan und alles geht, landet im Gepäckvernichter. Okay, da sehen wir es nochmal. Stufe 2 ist in Ordnung für diese beiden Gepäckstücke, also keine zu Stufe 3. Auch das ist noch in Ordnung. Ha, da kommt einer in die Stufe 3, rotes Gepäckstück. Und es darf durch. Kann man hier eigentlich, ja doch, kann man nachverfolgen. Carlos González. Inhalt Zigaretten. Du ahnst es nicht. Hier, das wird auch überprüft. Also es ist schon witzig, ne? Bako Ibrahimovic. Organische Stoffe. Ah ja, da war also irgendwas hier drin. Die Fleischwurst aus der Ukraine oder irgendwas. Na, ist gut. Läuft gut, funktioniert gut. Ja, und hier machen wir einfach noch eine weitere Schleife rein. Das heißt, hier kommt ein... Wie heißen die Dinger? Ich vergesse es immer wieder. Ein Sortierband kommt hier rein und dann geht das hier einfach weiter geradeaus. Und dann wird alles gut. So, das können wir hier auch außen lang führen, tatsächlich. Das ist ja ankommend, ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, Arrival. Und hier ist natürlich wieder Abflug. Ne, und ich werde das tatsächlich so machen. Ich werde das hier in der Mitte lang führen, Arrival. Und dann kommen die hier einmal so lang. Und ja, Ankunft packen wir einfach auf die weitere Ebene nach unten. Da kenne ich ja nichts. Heißt hier Ankunft, da können wir schon mal eine Etage tiefer gehen, um hier mal ein bisschen voranzukommen. Wir sehen das, ne? Wir haben derzeit nicht mehr ganz so viel Plus, weil wir mit dem neuen Gebäudetrakt, den wir haben, echt viele Zusatzkosten haben, die uns einiges kosten. So, was kostet der? 1,14 und 1 Euro. Okay, also schnelles Band nach unten. Ne, wir sind nach unten, nach oben. Sorry. Hochgeschwindigkeitsrolltreppe nach oben. So, dann gehen wir jetzt in den Keller. Und jetzt können wir das hier gleich durchziehen. Da holen wir uns den hier und bauen dann hier gleich unverzüglich sozusagen ein Sortierband rein. Sobald das da weg ist. Ich höre es hämmern. Zack. Sortierband und drin bist du. Gut, und jetzt gehen wir nochmal in den Planungsmodus. Wobei, jetzt können wir hier eigentlich direkt das Ding nach unten feuern. Und das sind jetzt weite Strecken, ne? Hochgeschwindigkeitsband nach unten. Genau, und von da aus geht es dann gleich weiter. Und dann nehmen wir das Hochgeschwindigkeitsband, was uns gleich auch echt viel kosten wird. 1,14 pro Anteil. Jetzt zoome ich nochmal ein Stückchen raus, dass wir hier auch den Weg finden. Achso, ich wollte das ja im Planungsmodus machen. Damit das nicht jetzt schon die Kosten verursacht. Gepäck, da, zack. Und das Hochgeschwindigkeitsband. Wobei ich jetzt, glaube ich, schon wieder einen gedanklichen Fehler habe. Ja, gedanklicher Fehler. Arrival. Junge, da. Und es geht natürlich nicht direkt dahin.
Sondern es kommt hier irgendwo raus. Okay, das passt sogar. Abrisswerkzeug. So, bis dahin ungefähr geht das. So, und jetzt gucken wir hier nochmal weiter, weil hier kommt der Spaß nämlich raus. Okay, wir könnten es auch da lang ziehen tatsächlich. Dann machen wir das doch einfach so. Dann reißen wir das hier wieder komplett ab. So, und dann kommt nämlich, nachdem ich das hier noch zum Sicherheitsbereich gemacht habe, sorry, wieder falsch, nicht geplant, sondern direkt durchgezogen, geht das hier vorne los mit der Spur. Wo haben wir ihn? Den Gepäckscanner Stufe 1. Jetzt gucken wir nochmal, da kommt er an. Also so. Gepäckscanner Stufe 1. So, dann kommt die Spur 2. Wir könnten das jetzt natürlich auch so machen, ne? Weil die müssen jetzt ja alle hier durch. Nee, machen wir mal so. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, Stufe 2. Wird eng. Es wird schon wieder eng. Warum? Oder wir machen hier noch eine Schleife. Warte, komm, wir machen das anders. Wir machen das anders. Dann klappt das jetzt zwar nicht ganz so, wie ich das ursprungs mal haben wollte. Wo ist denn jetzt hier der Eingang? Da. Gut, kommt da hoch. So, dann machen wir das jetzt so. Da fliegt er raus. Und das geht so schon mal nicht. Also machen wir das so. Eigentlich nicht so schwer hier mit dem Ding, aber irgendwie muss man trotzdem erstmal wieder gucken, wie es am besten laufen würde. So, jetzt kommt das. Gut, dann kommt das. Drumherum haben wir jetzt die weiterlaufenden Bänder. Jetzt will ich mal gucken, kann ich das jetzt auch hier so weiterbauen? Ja, würde ich von ausgehen, dass das geht. So, dann kommt das. Dann haben wir hier jetzt, ja, Hochgeschwindigkeitsbänder brauchen wir jetzt hier nicht. Das heißt, da reichen die normalen aus. Moment, Moment. Gedanklicher Fehler. Achso, weil das ist jetzt die Bahn 3 sozusagen. Genau, da geht es so lang. Und das geht jetzt alles. Genau, dann haben wir hier den Ausgang, so. Da springen die drauf. Und jetzt brauche ich noch den Scanner der Stufe 3. Scanner der Stufe 3, den packen wir mal hier hin. Ja, packen wir mal dahin. So, und dann kommt der Spaß jetzt. Da entlang. Gut. Moment.
Genau. Und weiter geht's eigentlich jetzt in diese Richtung. Und zwar ohne dieses Bändchen hier. Und jetzt brauche ich noch einmal den Gepäckvernichter. So, und der kommt dann ganz entspannt hier hin. So, packen wir mal dahin. So, und dann kommt hier das letzte Band dahin. Gut, und offensichtlich müssten wir hier dann wieder ein Sortierband einbauen. Das passt. Also, das müsste so eigentlich funktionieren. Jetzt noch einmal. Genau. Und so. Herausragend. Ja, sehr gut. Das läuft auch. Ja, und das können wir von mir aus runterführen. Und dann hier einmal straight lang laufen lassen. So, dann haben wir das eigentlich, ja, fast fertig. Hier kommt jetzt einmal das Hochgeschwindigkeitsband nach oben. Nämlich dahin. Und das geht von hier los. So, und jetzt brauche ich noch einmal das Hochgeschwindigkeitsband hier. So, querziehen kann man die ja nicht, ne? So, ne, geht nicht. So, und dann haben wir das drin. Das ist eine ganz schöne Strecke, die da zurückgelegt werden muss. Aber wir brauchen die auch. Gut, und jetzt kommt als allerletzter Teil für diese Folge noch die Straße, Service Road, für unsere Servicefahrzeuge. Und dann haben wir es geschafft. Zumindest für diese Folge. Und das Gepäckband ist fast fertig. Das Gepäckbandsystem. Und wir sind wieder bei knapp 500.000. Das ist auch schon mal gut. Dann rückt die Eröffnung dieser Stands hier in greifbare Nähe. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer bitte einen Daumen unterhalb des Videos. Nicht vergessen, einmal drauf drücken, damit der Algorithmus anschlägt und mehr Leute dieses Videos sehen. Und ja, ich vielleicht noch ein paar Abonnenten dazu gewinne. Das ist doch immer spannend zu sehen, wenn das doch wächst. Und ja, bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.